Video Nummer 2. Die Euphorie aus dem ersten Video ist leicht verflogen. Also, ich muss gerade mein Zimmer räumen, deswegen ist gerade alles leer. Ich ziehe jetzt in die Bronx, ja, Ghetto. Weil die wiederkommt, die jetzt hier eine Woche daheim bei der Family war. Und ich muss jetzt das Zimmer räumen. Kotzt mich ein bisschen an. Aber, naja, nach 4 Tagen ist schon wieder ausziehen. Ja, also, ich habe nach... Am Dienstag bin ich hergeflogen. Am Mittwoch hatte ich dann die Sicherheitseinweisung. Den ganzen Tag. Und was für eine Scheiße wir da machen mussten, naja. Dann, am Dienstag hatte ich den ISS-Einweisung. ISS ist die Firma, für die ich arbeite. Da die sind für die Küche und Reinigungskräfte zuständig. Ja, da hat man eine Einweisung und mussten Sachen unterschreiben und jeden Scheiß durchlesen. Wie wischt man einen Boden? Wie macht man ein Bett? Wie saugt man? Und so ein Scheiß alles. Also grauenhaft, aber halt, dass man nicht rückgeschädigt und so. Ich mach's eh irgendwie, damit die irgendwie mit der Zeit hinterherkommen. Bei einem so einem Zimmer hier kriegt man 15 Minuten. Ja. Und ich brauche halt länger. Naja, mein Rücken tut weh. Übel, mein hier oben alles, Schultern und bla bla. Ich trage nachts Handschuhe, weil ich habe schon mittlerweile 13 Risse in den Finger. Kann es euch gerne mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Also da ist zum Beispiel einer. Dann habe ich, da ist aufgerissen. Und da ist aufgerissen. Und da ist auch aufgerissen. Hier ist aufgerissen. Sieht man es nicht so normalerweise, blutet. An der anderen Hand, da geht's links, aber... Hier ist aufgerissen. Kein Plan, ob ihr es jetzt seht, aber egal. Ich sehe natürlich gammelig aus. Wir haben jetzt abends, ich würde sagen, 8:45 oder so. Vorher was gegessen, hab duscht, muss jetzt nur Wäsche waschen, hab das Zimmer alles zusammenpackt und so. Muss jetzt in die Bronx ziehen. Also eigentlich heißt es anders, aber man nennt es die Bronx, weil da ist halt ein Haus nebeneinander, da ist nicht mal ein Stuhl vor der Tür oder eine Terrasse, weil hier ist wenigstens noch so ein Fußgängerweg, der vorbeiführt. Da ist halt ein Stuhl stehen und dann kannst du mittags hinsetzen, wenn du frei hast oder so. Aber ich bin echt so im Sack. Meine Füße, ich habe schon Blase und natürlich Risse überall und ey, meine Hände, ich kann die fast nicht mehr bewegen. Es tut echt übelst weh. Ich habe mir heute eben die Handschuhe geben lassen. Ja, was war noch? Esse ist immer noch okay und so. Aber ich könnte den Job nicht machen. Ich bleibe jetzt ja 4 Wochen, also 2 Wochen, dann bin ich eine Woche unter, dann nochmal 2 Wochen. Weil dann verdiene ich ungefähr $5.000 insgesamt und dann müsste ich über die Runde kommen, bis ich wieder in Deutschland bin. Aber ich habe jetzt halt erst 2 Arbeitstage hinter mir und bin schon im Arsch, also richtig im Arsch. Und jetzt, ja. Kommen halt noch einige und das pisst mich an. Naja. 4 habe ich geschafft, 10 kommen noch. Ja! Ja. Ja, ich gehe jetzt mal zum Wäschewascher. Muss ich mal gucken, wo das da ist in der Bronx. Eigentlich wollte ich das hier machen, aber es wird einfach zu spät. Ich muss morgen wieder um 10:45 raus. Ja. Naja. Aber. Ich durfte letztens Internet benutzen und die ich benutzen durfte, die hat jetzt nächste Woche ihre freie Woche und vielleicht darf ich den Laptop haben, wo ich darf in ihr Zimmer und darf den dann wohl benutzen. Kann ich auch den Papa anrufen, vielleicht mit dem Laptop, oder ich muss mal gucken. Ich darf wahrscheinlich aufs Office nehmen, dass der Papa mich vielleicht anruft, weil Papa jetzt hat. Nächste Woche ist ein 50er. Ja. Sonst gibt es nicht viel. Ich freue mich schon, wenn ich die Babys wieder sehe. Die vermisse ich ganz arg. Und einfach im Arsch, richtig. Ich freue mich schon auf das Schraub. Das hier ist echt eine Qual. Wir machen erstmal, der ist ein Plan, es gibt verschiedene Runde. Und dann hast du halt Zimmer und da ist halt Tagschicht und Nachtschicht. Also die Nachtschicht, die schlafen ja am Tag, also muss leise sein, damit die nicht störst. Und dann mach halt erst die Tagleute. Und wenn abends, dann zwischen 5 und 7, weil wir schaffen nur bis abends um 7, da machst du dann die Nachtleute, weil die stehen dann gerade auf und gehen dann zum Essen, also Frühstücke sozusagen, oder ich weiß nicht, wie die es dann nennen. Und ja, auf jeden Fall gibt es Half Clean. Da musst du reingehen, machst halt das Bad und machst halt alles so ganz schnell und irgendwie halt.
mach halt das Bett und wisch einmal so die Grundsache ab. Und dann Full Clean. Also bei Half Clean machst du auch nur das Bett. Bei Full Clean, da tust du frisch Spezier und also das Bett frisch Spezier. Du machst das Bad sauber. Frische Handtücher kriegt man dann. Und dann gibt es noch R&R, das ist, wenn sie eine Woche heimfliegen, dann ist das Zimmer also eine Woche leer. Da kriegen sie dann sogar eine neue Badematte. Und sie kriegen, und man macht halt wieder frisches Bett. Aber das Beste ist ja immer die Duna, die Decke, wo oben drauf hat, so wie bei uns in Deutschland halt eine normale Decke. Die wird nur überzogen, wenn sie hier ganz abhauen. Das ist halt immer ganz toll so. Echt eigentlich ein bisschen eklig alles so. Ja, und ich krieg halt. Ich check's einfach nicht vom Sinn her. Warum macht man nicht einfach eine richtige Reinigung einmal pro Woche, anstatt das halbe und dann nochmal ein bisschen? Und, oh, voll idiotisch. Ja. Und sonst, was gibt's noch? Eigentlich nicht viel. Jetzt habe ich wenigstens einen Nachbar schon kennengelernt. Ich glaube, Jimmy heißt er. Ich glaube, ein Truck-Driver. Ich glaube, der ist so 50 oder so. Das ist ganz nett, mit dem ich ein paar Mal unterhalte. Wollte mal einmal zusammen ein Bier trinken, aber... Ach, genau. Apropos Alkohol. Heute Morgen kam das Medical Center, weil wir haben jetzt so ein medizinisches Zentrum hier, so hat jedes Ding. Und die haben dann einen Alkoholtest mit uns gemacht. Also musste ich Blase gehen, 0,0 natürlich, trinke jetzt zur Zeit keinen Alkohol. Und dann musste ich in so einen Sack reingreifen und ich habe halt gedacht, da muss ich mein Ding vom Alkoholtest schneiden. Hat er mich angeguckt, dass ich das da reingeschmissen, sage ich, ja. Hallo, du musst was, musst einen Ball ziehen, musst den Tennisball ziehen. War ein Kreuz drauf. Und gucke ich so, alle so, musst jetzt einen Drogetest machen. Musste ich natürlich, ich wieder einen Drogetest machen, wo ich ja schlechte Woche gemacht habe. Musste ich da in den Becher reinpisse, gell? Was war? Sabrina konnte nicht aufs Klo. Ich auf dem Klo, ich so, geht nicht, bin ich rauskomme. Sag ich, tut mir leid, ich muss ja was trinken, ich kann nicht. Und dann mit der, wo ich arbeite, muss auch einen machen, die hat auch Probleme gehabt. Dann habe ich 2 Liter mir runterzogen, bis ich dann mal aufs Klo konnte. War zum Glück negativ. Also, ist eigentlich klar. Ja. Und was auch noch voll der Witz ist, wenn ich zum Beispiel Nasenbluter habe und ich will zum Medical Center irgendwas kriegen, muss ich erst meinen Supervisor, also meinen Chef, hole. Der muss mit mir dahin laufen. Also, alles so kompliziert. Und das Beste ist, letztens bin ich auf einen normalen Stuhl, also nicht mal einer mit Rolle, kein Bürostuhl, einen normalen Stuhl gestanden und wollte da oben irgendwie sowas abwischen. Weil da war halt, ist halt jemand Neues gekommen ins Zimmer, muss halt alles sauber machen dann. Und das war, wenn das jemand sehen wird, blablabla, wird vor Anschluss kriegen und so, das ist nämlich gegen die Sicherheitsvorkehrung. Und das Beste ist ja, nicht nur Stahlkappenschuhe, ich muss auch noch Sicherheitsgläser, ich habe 3 verschiedene Sicherheitsgläser, 1 zum Duschen und so machen, das ist wie so eine Taucherbrille, dann habe ich ihr Sonne-Sicherheitsglas und normale. Sogar wenn ich ihr Bett beziehe, muss ich eine Sicherheitsbrille tragen. Also ist voll für den Arsch. Und ja. Musik und so ist eigentlich auch nicht erlaubt, wenn man da rum, wenn wir so ein komisches Walkie-Talkie hören. Und dann kommt immer Copy Office, dann muss ich mal Receiving und dann geht es wieder weiter. Ja, in dem Zimmer, da pennt gerade noch einer und der ist falsch eingetragen. Und das 12 Stunden am Tag. Pisst mich an. Aber egal, ich muss jetzt los, muss ins Bett. Video ist schon viel zu lang. Naja, also, wir hören uns bald wieder. Tschüssi!